Reinhold, Karsfest hat bei euch unten ja Tradition, inzwischen schon das 22. Wie wichtig ist für euch, für die Region? Ja, für die Region ist das ganz was Entscheidendes. Das sind ja wirklich tausende Besucher, die nicht nur aus der Region kommen, die teilweise von weit her kommen. Und das ist für uns ja ganz was Wichtiges. Und wie du schon richtig gesagt hast, das 22. Karsfest. Mittlerweile gibt es ja diese Schmankerlfesteln ja Land auf, Land an. Und das ist ja keine Seltenheit mehr. Was für uns aber schon wichtig ist, dass wir uns immer nur das Pionierwesen in dem Bereich auf die Fahnen heften dürfen. Und das Miteinander ist, glaube ich, auch ganz was Bäriges, weil es kommen wirklich viele von weit her, aber auch die ganzen Leute aus der Region. Also ich spreche so auch zum Beispiel meine Frau, die freut sich schon das ganze Jahr auf die Grasknädel und die kommt dann mit den Kindern auch daher. Also es ist für Einheimischen und für den weit gereisten oder weit angereisten Gast genauso was Bäriges. Bieranstich, dein erster heute, der ist kaiserlich gelungen. Wie hast du gefühlt davor? Nein, eigentlich ohne große Nervosität. Dadurch, dass ich schon des Öfteren in der Gastronomie einmal tätig gewesen bin, war das für mich eine große Aufregung. Ich habe mich nur gefürchtet, dass mein Mitstreiter von der Raiffeisenbank, also vom Sponsor, vielleicht ein bisschen nachschauen konnte, aber das ist Gott sei Dank nicht passiert. Jörg, das Karsfest, das wird dir natürlich ganz besonders am Herzen liegen als Obmann von der Käserei. Ja, es ist sicher eine gewaltige Werbung für uns. Nicht? Und ich möchte an der Stelle jetzt die ganzen Besucher gleich begrüßen und freue mich, dass wieder so viele gekommen sind. Und für uns natürlich viel wert als Werbung. Käse machen ist schon ein bisschen eine Kunst, das kann ja nicht jeder. Und da scheint es ja bei euch genug gute Käse zu geben, weil die Region ist bekannt dafür. Ja, bei uns gibt es 5 Sennereien im Kaiserwinkel. Und die machen da Heimilchkäse. Das ist auch ein Ding bei uns, das ich glaube in Europa einzigartig, dass so viele Heimilchbauern sind. Das ist im Kaiserwinkel so. Wir sind ja jetzt als Tourismusverband, also wirklich ganz stark in der Festsaison drin. Der Tourismusverband macht ja jedes Jahr eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Und eine der größeren ist natürlich das Karsfest da in Kössen. Hat natürlich auch entsprechende Tradition jetzt schon. Also die Erwartungshaltung bei den Besuchern ist auch entsprechend groß. Ja, also zum einen natürlich, das Fest selber ist Tradition. Das Wetter mittlerweile ist dabei, Tradition zu werden. Also wir haben jetzt seit ein paar Jahren immer tollstes Wetter und dementsprechend einen riesengroßen Zulauf von vielen, vielen Besuchern. Was ist das nächste größere Festl herinnen? Da ja, braucht man nicht lange warten. Also nächste Woche, Pfingstsonntag, Eggerstfest in Walchsee. Ähnlich großes Fest wie das Karsfest, auch mit Tradition verbunden. Heuer zum 20. Mal bereits. Also bei uns geht jetzt momentan ein Fest nach dem anderen. Dann ist natürlich jetzt noch Mitte Juni das Sonnwendfest. Im Juli kommt dann die ganze Reihe von Festen. Kaiserwinkel Lichterzauber am Walchsee. Also wir haben jetzt ein Fest nach dem anderen. Ohne Sponsor gibt es kein gescheites Festl. Ihr seid da beim Karsfest mit dabei. Was hat euch da bewogen, da mitzumachen als Sponsor? Eigentlich jener Umstand, dass wir eigentlich seit langem immer mit der Landwirtschaft sehr eng verbunden sind. Raiffeisen und Landwirtschaft ist ja seit, sage ich jetzt mal, über 125 Jahre eine Partnerschaft. Und umso mehr freut uns das, dass sich auch dieses Fest und diese Partnerschaft so gut entwickelt hat. Wir sind bei uns, es ist verschwunden.